Hey Leute und herzlich willkommen zu Stone Story RPG. Das Spiel hat mir wirklich angetan, muss ich sagen. So ist das oft, ne? Da freut man sich auf irgendwelche großen AAA-Spiele und irgendwelche bekannten Indie-Spiele und was weiß ich was. Und dann stößt man zufälligerweise auf so ein kleines, unbekanntes Spiel, von dem man noch nie gehört hat und denkt sich genauso zufälligerweise, naja, ich schaue es mir mal an und dann ist mal so gebannt und das ist so faszinierend, dass er schon ziemlich cool ist. So, ich sage euch, was wir heute machen. Ich mache jetzt einen Trank aus zwei Tier. Ein Heiltrank nämlich. Und mit, Moment mal, neuer Ort. Ah, der Pilzshop wurde aufgefüllt. Was? Einfach so. Cool. Jetzt gibt es Viertelstäbe, Schilder, Schwerter, Steinzauberstab. Ein Giftschwert kann ich jetzt hier kaufen. Und Vitalitätsrunen. Das ist ja super. Das ist ja wirklich super. Weil wenn ich so auf unseren Arbeitsplatz gucke, also so auf unsere Items, dann habe ich schon ein ziemlich hochleveliges Giftschwert. Ich kann jetzt gleich direkt Giftschwerter kaufen. Und Vitalitätsrunen brauche ich für meine Armbrust. Huh, I like that. Wow, aber trotzdem, wir müssen sowieso auch Erfahrungspunkte und alles looten. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir in die kochende Mine gehen, und zwar auf Stufe 4. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war, aber könnten wir das vielleicht mit einem Heiltrank schaffen? Ich weiß es nicht mehr, wir versuchen es. Ich frage mich, ob Nahkampf gegen die nicht die bessere Option ist. So, okay. Bisschen Schwefel aufsammeln ist auch eine gute Idee, weil ich meine, wir verbrauchen. Achso, das ist Bronze hier. Klar. Schwefel, wie komme ich denn auf Schwefel? Mist, die haben zu viel Reichweite. Ah, das ist trotzdem krass. Wir schaffen den Boss leider nicht. Jetzt geht's sogar zum Boss. Aber mit 21 HP wird das, glaube ich, knapp. Ich hoffe, dass wir den gut weghauen können. Viele kritische Treffer und dann schaffen wir das schon. Okay, jetzt schnell. Oh, come on. Wir haben ihm nicht mal den Helm zerstören können jetzt. Ah, oh, dann können wir den Kampf leider vergessen jetzt. Ohne Scheiß. Nicht mal seinen Helm haben wir zerstört. Das ist echt übel. Nee, so weit sind wir noch nicht. Oh, der Hammer verändert sich sogar. Guck mal, jetzt ist er... Jetzt hat er einen Powerhammer im Grunde. Mit Düsenantrieb. Nee, den schaffen wir nicht. Wir müssen grinden, Leute. Es hilft nichts. Wir müssen jetzt... Wir gehen jetzt... in den gemütlichen... in die gemütliche Totholzschlucht auf Stufe 5. Ohne Trank... und werden uns hier einfach ein bisschen durchhauen und durchschießen. Ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Also Währung meine ich damit, Erfahrungspunkte auch. Wow, das war gerade, meine Güte, war das gerade. Alter, war das cool. Naja, sammeln wir ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Ein bisschen Holz kriegen wir nebenbei auch noch. Eher so als Side-Effekt. Dann kaufen wir beim Händler ein paar Giftschwerter. Vielleicht können wir das upgraden.
Ha, ich könnte auch die Feuerruinen... Ja, vielleicht ist es doch eine gute Idee. Ja, okay. Ich habe es mir anders überlegt. Ich meine, das machen wir jetzt schon fertig hier. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ich dachte, ich habe noch ein Schild ausgerüstet. So eine große Truhe kann man schon brauchen. Aber eigentlich wollte ich doch Feuerrunen farmen. Und dafür sollten wir eigentlich was anderes machen. Ich ziehe ihn mal wieder raus hier aus dem Wald. Weil wir könnten doch auch, nachdem wir die Kiste hier geöffnet haben... 11 Schilde. Leute, mir fällt gerade was ein. Ich habe nämlich alle Folgen bisher, alle bisherigen Folgen zu dem Spiel... gestern, von mir aus gesehen, gestern aufgenommen. Und heute ist ein neuer Tag. Und der Shop hat jetzt neue Items, weil jetzt ein neuer Tag ist, in Echtzeit. Das meinte er mit, er füllt täglich seine Waren auf. In Echtzeit. Aha. Genial. Na gut. Also, ich hätte gern Feuerrunen. Erstmal. Deswegen würde ich gerne am liebsten... in der kochenden Mine grinden. Und da könnten wir auch auf Stufe 3 grinden. Aber brauchen wir da auch einen Trank dafür? Ich glaube nämlich schon, oder? Ohne Trank schaffen wir das auch nicht. Ohne Teerheiltrank. Das heißt, wir müssen dann zwischendrin... Ich mach mal auf automatisch auffüllen. Das heißt, wir müssen zwischendrin dann aber auch wieder nochmal, befürchte ich, in die giftige Angsthöhle. Wo ist sie denn? Die Höhle der Angst, genau. Naja, kochende Mine, Stufe 3. Schauen wir mal, dass wir ein paar Feuersiegel zusammenkriegen. Ich meine, damit ich meinen Hammer damit ausrüsten könnte, bräuchte ich schon extrem viel. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, Fernkampf ist gegen die Feuerdinger doch besser. Glaube ich. Da kriegt man sie schneller kaputt. Aber was die haben mit dem Wackeln und der Zunge, das verstehe ich nicht. Naja, mal schauen, ob das noch bei den höheren Sterne-Leveln irgendwie eine Rolle spielt. Okay, diesmal kommen wir schon mit 12 HP zum Boss. Das ist nicht schlecht. Trank werden wir wahrscheinlich trotzdem brauchen. Okay, gut. Ich nehme lieber jetzt den Heiltrank, weil ich weiß nicht, wie viel Schaden der mit seinem Power-Up-Hammer macht. Oh ja, okay, gut, dass ich den genommen habe. Das hätten wir nicht überlebt. Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe beim Krug beim Kessel eingestellt, dass er automatisch unsere Tränke auffüllt. Aber gilt das auch bei so einem... Ja, es gilt auch bei so einem Ouroboros-Rerun. Ha, ha. Aber ob's reicht? Die HP, die wir haben, das weiß ich trotzdem nicht. Wir starten halt jetzt quasi schon mit 10 HP weniger. Schauen wir mal. Der Screen, auf dem der Spawner der Flammenelementare kommt, der ist der gefährliche. Ich glaube, der kommt jetzt nach dem. Drei HP, naja.
Müssen wir uns jetzt schon heilen, wenn uns der Boss sonst auf Einschlag umbringt. Ob wir den Boss mit voller Energie schaffen können? Ja, ich glaube schon, aber dann starten wir die nächste Runde halt mit noch weniger HP. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten können. Wahrscheinlich ist nächste Runde die letzte. Ja, ziemlich sicher. Mal schauen. Ich meine, durch die kritischen Treffer ist immer auch ein bisschen Glück dabei. Manchmal schaffe ich es nämlich schon, mit der Armbrust ihn ganz gut runterzuschießen. Und diesmal habe ich seiner Rüstung überhaupt nichts getan, weil die sich selbstständig wiederherstellt. Zum Glück reicht aber ein Nahkampfangriff auf dem Schwierigkeitsgrad, um seine Rüstung komplett zu zerstören. Und ab dann heilt er sich nicht mehr. Jetzt kriegen wir leider noch einmal Schaden ab. Oder? Schnell! Nein, der hat uns noch erwischt. Ah! Das war jetzt aber auf die Sekunde. Verdammt. Knapp daneben ist halt leider auch da vorbei. Oder beziehungsweise knapp getroffen ist halt leider auch gesoffen. Schnaps und so. Hä? Es gibt kein Sprichwort für diese Situation. Verdammt. Ich versuche trotzdem mal. Wir haben den einen Heiltrank. Ich versuche mal, wie weit wir mit dem kommen. Hey, wenn wir ein zweites Fläschchen irgendwann mal finden. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber wenn, wäre das schon gut. Ah, 4 HP. Im Grunde kann ich den Heiltrank jetzt schon nehmen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Schaden der große Roboter macht. Mit dem wir es im nächsten Screen zu tun haben. Aber ich lasse mich einmal von dem... Ich lasse das drauf ankommen. Schauen wir mal. Naja, der macht anscheinend mehr als 4. Naja, Heiltrank gespart. Müssen wir nicht so früh Teer suchen gehen. Naja, gut. 2 kleine Schatzkisten. Ah, wir haben sogar eine ordentliche und eine unordentliche. Ein Schwert. Hm. 2 Feuerrunen. Deswegen war ich da. Ein Feuerschild. Okay, gut. Das Feuerschild ist auch nicht schlecht. Ich muss es kurz anklicken, damit es weggeht. Das Feuerschild ist auch nicht schlecht. Das werde ich nämlich zerlegen. Ich glaube, den Eisstab kann ich auch mal zerlegen eigentlich, oder? Aber jetzt erstmal das Feuerschild. Ah, wartet mal, sehr gut, stimmt eigentlich. Das Schild, das ich jetzt dafür bekommen habe, mit dem Stab schon drin, mit dem Steinstab, kann ich auch gleich nochmal zerlegen. Verzeihung, weil die Stäbe brauche ich. So, jetzt gehe ich mal kurz zum Händler. Kann Giftschwert oder Vitalitätsruhen brauchen oder normale Schwerter oder Stein. Ich kann alles gar nicht brauchen. Ich kaufe mal Giftschwerter, so viel ich mir leisten kann. Viele sind es leider eh nicht. Aber gut, ein paar. Und ein paar normale Schwerter mal. Gut. Dann gehen wir mal schnell craften. Was? Ach so. Ah, das ist ein anderes Giftschwert. Da muss ich vielleicht sogar mal gucken, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften ich gerne in meinem Giftschwert hätte. Vielleicht ist das neue sogar sinnvoller. Also ich habe 4 normale Giftschwerter, ein Stufe 3 Giftschwert, ein Stufe 1 Giftschwert. Die 4 kann ich jetzt immerhin zusammenschmieden zu einem Stufe 2 Giftschwert. Das heißt, ich bräuchte nur noch ein Giftschwert. Ja, ich bräuchte nur noch ein Giftschwert. Wo ist es denn jetzt hin? Ich sehe es nicht mehr. Irgendwo müsste doch eine Stufe 2 Giftschwert jetzt in meinem Inventar sein, oder? Bin ich blind? Spinnig? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht mehr. Es ist verschwunden. Hä?
Hier ist mein Stufe 3 Giftschwert. Ah, da ist es da oben noch drin. Okay, alles gut. Dann brauche ich jetzt noch ein Stufe, ein Sterngiftschwert quasi, ein zweites. Dann kann ich die beiden fusionieren zu dem und dann habe ich 2 Dreier und kann Stufe 4 Schwert machen. Das ist schon ganz gut. Der Stufe 5 Hammer bräuchte eine Rune. Dafür brauche ich aber wirklich viele Runen und ich hätte gern Feuerrunen. Aber da bräuchte ich 5 Sterne Feuerrunen. Das sind viele Feuerrunen. Bis jetzt kann ich eine Stufe 2 Feuerrune machen. Aber ich glaube, mit dem Stufe 5 Feuerhammer könnte ich dann den Ice Stage wahrscheinlich ganz gut meistern. Ja, okay. Aber außerdem kann ich eigentlich auch einen Stufe 6 Hammer machen. Wird der dann zu einem blauen Hammer oder was passiert dann? Das wäre die Frage. Das ist halt krass, weil ich bräuchte einen zweiten Stufe 5 Hammer mit Steininsignie, damit ich das testen kann. Aber gut, erstmal was anderes. Erstmal würde ich gerne die Armbrust verbessern. Jetzt. Ich kann noch eine 1-Stern-Feuerrune machen. Achso. Na, immerhin. Ich habe hier eine Stufe 2 Armbrust, eine große. Und eine Stufe 4 kleine Armbrust. Ne, wartet mal. Die muss ich nochmal aufspalten. Die Stufe 4 brauche ich noch gar nicht. Ach, der zerlegt die gleich komplett in 8 einzelne Armbrüste. Ach, das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Ich dachte, der macht mit 2 Stufe 3er draus. Aber eigentlich ist es schon cool. Ich könnte im Grunde alles, was ich habe, wieder in seine Grundbestandteile zerlegen. Und dann komplett neu anfangen zu craften. Aber das will ich, glaube ich, gar nicht. So, ich will eine Stufe 3 Armbrust, ganz genau. Beziehungsweise, eigentlich stimmt das gar nicht. Aber jetzt ist es zu spät. Nee, ist es eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich gerne Stufe 2 Armbrust. Ich habe inzwischen auch schon ziemlich viele Langschwerter. Da könnte man auch schön langsam mal damit rumexperimentieren. Jetzt brauche ich erstmal Mist. Ah doch, eine Stufe 2 Schwert. Das ist gut. Jetzt brauche ich die Stufe 2 Armbrust, die ich gemacht habe. So, schwere Armbrust draus gemacht. Die kann ich jetzt mit der kombinieren, die ich schon hatte. Stufe 3 schwere Armbrust draus gemacht. Die braucht jetzt einen Stufe 3 Steinstab. Ah ja, dann nimmt das nimmt schon langsam Form an. Und wenn ich jetzt noch genug Vitalitätsrunen hätte, könnte ich eine Stufe 4, also könnte ich unsere Armbrust nochmal hochleveln. Das wäre schon gut. Dafür bräuchte ich aber relativ viele von diesen Dingern. Die gibt es momentan sogar beim Händler, ne? Ich muss mal kurz schauen, wie viel die so kosten. Nicht super billig, die Dinger. Naja, gut. Kann ich sonst irgendwas upgraden, was uns gerade stärker macht? Für den Hammer muss ich noch viel mehr grinden. Für das muss ich noch mehr grinden. Giftschwert. Ja, auch da muss ich noch mehr grinden. Die Giftrunen. Weil ich bräuchte nur eine Giftrune, oder? Nee, stimmt nicht. Ich bräuchte ein paar Giftrunen. Aber Giftrunen kriege ich, glaube ich, in der Höhle der Angst, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich hätte hier lieber nicht den Heil, sondern den Unverwundbarkeits-, den Unsichtbarkeitstrank nehmen sollen. Aber gut, schauen wir mal, ob es mit dem Heiltrank auch geht. Zumindest kann man sich hier mit der Armbrust perfekt durchkämpfen. Also hier ist eine Fernwaffe definitiv mehr als empfehlenswert, weil die Spinnen erst sehr spät auf einen reagieren. Bis dahin kann man sie schon wegschießen. Interpretiert ihr eigentlich die Unendlichkeitszeichen bei den Spinnen als Augen oder als Zähne? Also so Mundwerkzeuge. Für mich sind sie nämlich Augen.
Aber ich glaube, es sollten vielleicht eigentlich eher die Mundwerkzeuge sein. So ASCII-Grafik machen ist schon eine Kunst, ne? Dass da ein paar Striche sind und unser Gehirn interpretiert es sofort als Spinne oder Fledermaus. Und zwar sehr gut, wie das Spiel das macht. Das ist schon faszinierend, finde ich. Selbst mit Heiltrank knapp schwach, sage ich schon. Warum kriegen wir keine große Kiste, sondern nur eine normale Schatztruhe? Unverschämtheit. Ouroboros, warte, machen wir nicht nochmal. Hat keinen Sinn. Giftrune, ganz genau. Deswegen bin ich hier. Und ein Giftstab, den können wir zerlegen. Gut, gut, gut. Leute, wir machen jetzt mal Schluss für heute. Morgen machen wir weiter und vielleicht können wir dann unser Giftschwert upgraden, was uns schon mal ordentlich stärker macht. Das wäre schon mal ziemlich gut. Und dann schauen wir noch, dass wir eine Feuerrune für unseren Hammer kriegen und unsere Armbrust dann auch noch aufbessern. Und dann haben wir jede Waffe, die wir haben, quasi optimiert und dann dürfte es in vielen Bereichen wahrscheinlich weitergehen, wo wir jetzt noch nicht weiterkommen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.